songs are sweet. Buy one, buy one, buy one, buy one, get one RFV. Moin, liebe Freunde der traditionellen Brennholzverarbeitung. Ich habe dieses Stückchen Eibe jetzt hier mal rausgesucht. Das ist so 10 cm Durchmesser. So, das Problem war jetzt, wir haben nur das als gerade Seite. Also können wir entweder die Seite nehmen oder die Seite. So, also nehmen wir die Seite. Wir haben aber auch ein Problem, und zwar dieser Ast. Ich habe aber nachgemessen und es haut alles hin. Und zwar nehmen wir den genau in die Mitte vom Griff. Also nicht direkt in die Mitte vom Griff, sondern wir nehmen ihn ans Ende vom Griff. Praktisch da, wo der Bogen sich noch nicht biegt. Und dann haben wir hier ungefähr die Mitte und haben hier Fleisch von 90 cm. Also kann der Bogen 1,80 werden und das ist perfekt. Ich bin 1,75. Das reicht für mich zum Schießen locker aus. Selbst für jemanden von 1,80 reicht das als Flachbogen auch noch auszuschießen. Wir müssen die Linie hier nehmen. Weil so rum ist zwar schön astfrei, aber da kann man keinen Bogen draus bauen. Wie willst du da einen geraden Bogen bauen? Also entweder so rum oder so rum. Hier haben wir noch mehr Äste und auch so ein, naja, so ein Spalt. Und hier haben wir den einen Ast. So, dann sägen wir den mal auf. Dieses war der erste Streich. Das wird ein Bogen, definitiv. Was mich hier sehr freut, ist der Übergang von Splint zu Kern. In dem Fall sehr schön. Schöne Jahresringe hier auch. Ja, jetzt sägen wir noch die Silhouette aus. So, das erste, was wir jetzt machen, ist den Bogenrücken bearbeiten, auf einen Jahresring gehen. Hier gehen wir dann rein, das lassen wir ein bisschen dicker. Und wir müssen zuerst auf den Jahresring gehen, um zu wissen, wie viel Fleisch wir haben. Guten Tag. Na? Ja, passt noch. Joa, wenn Entrinden jetzt immer so einfach gehen würde, das wäre ja schön. Wir suchen uns jetzt mal hier einen Jahresring raus, das habe ich schon mal so ein bisschen gekennzeichnet, so dass wir am Ende dieses Verhältnis haben. Das wird hart. Ich mache das immer so, ich arbeite mich von der Seite heran, weil der Rücken ja rund ist, also es bringt nichts, jetzt einmal gerade drüber zu gehen. Wir gucken jetzt erstmal hier, dass wir auf diesen Jahresring hier gehen. Ja, der ist gut erkennbar und der hat auch ungefähr dann die Stärke, die wir vom Verhältnis haben wollen. So, und jetzt müsst ihr erstmal euch um diese Wölbung arbeiten, und zwar erstmal nur am Ende. Wenn ihr das geschafft habt, arbeitet ihr immer Grobmaterial in einem Bereich weg und dann geht ihr also gegen die Faser, weil so lässt er sich besser freilegen. So, hier sieht man jetzt auch schön, warum quer zur Faser, weil ich zwei Jahresringe über den ich freilegen will,
hat der Jahresring dieselbe Färbung. Und ich halte mich einfach zu lange auf, wenn ich ja auch zu vorsichtig bin. Ihr arbeitet euch erstmal zwei Jahresringe heran. Das kann man schon mit dem Ziehmesser locker. So. Und dann geht ihr quer zur Faser, also gegen den Strich, und bleibt auf der Farbe im Prinzip. Bei Eibe ist zwar schwierig, den Jahresring zu treffen, weil die sehr fein sind. Aber das Schöne bei Eibe ist ein weiches Holz. Der Splint ist extrem weich und der Kern, der ist jetzt auch nicht so hart. Also wenn ihr mal Hickory geschnitzt habt oder so, da werdet ihr merken, was ich meine. Das ist der, den wir freilegen wollen. Und jetzt haben wir hier immer so kleine Reste noch drauf. Das mache ich jetzt mit Ziehklinge. Ich zeige euch mal, was die Frieda hier nebenbei macht. Cool, ne? Hier. Oh. Der kostet, wie viel kostet der, Frieda? 200. 200? Oh. Mhm. Ja. Ist ein echter Schreiber. So, hier wird es schon wieder ein bisschen komplizierter. Da müssen wir jetzt mal mit einem Hohleisen ran. So, wir haben jetzt quasi das Verhältnis von Kern und Splint vorbereitet und eigentlich könnte sogar noch einer runter, aber hier drüben sieht es schon wieder anders aus. Und so würde ich das halt auch stehen lassen. Jetzt seht ihr hier nochmal den ganzen Rücken. Das wird schon ein interessanter Charakterbogen. Das soll ja dicker bleiben, also tiefer, und der Teil soll sich hauptsächlich biegen in dem Wurfarm. Also gehen wir jetzt hier von da rein und vom Griff gehen wir da so rein. Ja, die Äste haben mir auf jeden Fall viel Freude hier bereitet. So, jetzt haben wir den auf dem Bauch so weit reduziert. Der biegt sich auch schon ganz gut. Ja, jetzt wollen wir den nochmal vermessen, weil wir haben den ja extra ein bisschen dicker gelassen, um mit der Form noch ein bisschen spielen zu können und falls wir einen Fehler machen natürlich. Und jetzt wird der nochmal einmal komplett vermessen und an den Seiten halt verjüngt. Der kann hier noch ein bisschen schmaler. Ansonsten läuft eigentlich alles über die Mitte. Thank you.
jetzt gerade echt die Faxendicke von diesen ganzen Ästen und dem Scheiß. Und wenn ich da weiter dran rumschnitze, es dauert mir einfach zu lange. Und ich will euch diesen unseriösen Schritt jetzt nicht vorenthalten. Ich werde das mit einem Rotationsschleifer jetzt machen. Natürlich Schnuppi aufgesetzt. Der läuft von der Linie her. So, jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir den auf Standhöhe kriegen. Und wir sehen jetzt hier schon, der ist zu schwach, der ist ein bisschen stärker. Das heißt, wir schwächen jetzt den erst nochmal und den passen wir dann an. Also hier werden wir auch noch in dem Bereich ein bisschen schwächen müssen, aber erstmal nehmen wir den runter. Schauen wir nochmal. Da hat schon noch Dampf. Ich habe die Klemme von der falschen Seite genommen. Also egal, passt schon. Schnur geht noch lang. So. Ast rein. So gefällt mir das. Das Ding läuft schnurgerade. So, und wir haben einen Tiller auf Standhöhe. Jeden Fall. Das passt. Jetzt würde ich aber trotzdem sagen, da müssen wir noch mal ein bisschen gucken. Aber erstmal machen wir eine Sehne und für den habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Eigentlich wird beim Molle Gaubet wird hier oben eine Nocke gemacht, die praktisch, ja, das ist wie so ein, also hier wird eingesägt und hier wird eingesägt und dann wird ein Stück stehen gelassen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wurde es sogar richtig verknotet oder es waren zwei Sehnenkerben. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Wir machen das hier ein bisschen anders. Und zwar ist ja das Stück steif. Und da habe ich mir überlegt, machen wir einfach Hornnocken drauf. Wie wäre das denn? Also so eine Art Hybrid. Oder Horntipps sieht bestimmt auch geil aus. Müssen wir mal schauen. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir erstmal ein bisschen Werbung. Papa, immer so fürchtig wie mit Kartoffelbrei. Kinder, liebe Kinder, jetzt macht nicht so ein Geschrei. Der Onkel ist ja schon dabei. Hau die Stäbchen in die Pfanne, nein. Und dazu Kartoffelbrei. Der Bogen ist eh zu groß, der ist 1,82, ich bin circa 1,75, der kann eh noch gekürzt werden. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier so zwei Proforma Nocken zum Tillern. Und wenn wir dann mit dem Tillern fertig sind, also grob, können wir den schon mal einkürzen nochmal. Also viel müssen wir da nicht mehr schnitzen. Der rechte ist ein bisschen schwächer.
geht am Ende sehr mit. Vielleicht nochmal, also rechts die Fade-Outs und links eigentlich, ja, Mitte würde ich sagen. Der linke muss in dem Ast noch ein bisschen, nicht im Ast, sondern ja, auf der Geraden halt. Wir müssen jetzt auch echt gucken, dass wir nicht zu viel an Zuggewicht verlieren. Was haben wir jetzt? 45 Lips. Naja, wir kürzen ihn ja noch ein, dann hat er vielleicht 50. Ich würde ihn jetzt wirklich... Ach, wir müssen hier drüben noch reingehen. So ungefähr. So, die Tipps sind drauf. Gekürzt ist er auch. Jetzt verschmälern wir nochmal die Enden von dem Wurfarm. Ja, genau auf jeder Seite. Nicht gleich ganz ausziehen. Jetzt, das sind 28 Zoll. Oh, Junge. So, und dann gucken wir mal, was wir haben. Teller fand ich jetzt eigentlich okay. Ja, na siehst du. Über 50 Pfund. Das heißt, wird bei 50 wird er landen. So gefällt mir das. Also der Teller ist jetzt nicht perfekt, der ist noch ein bisschen stärker. Ja, kann immer noch beim Ast ein bisschen, wobei, aber auch nur minimal. Die Auswirkungen des Tillerns seht ihr nicht sofort, wenn ihr einmal durchzieht. Ihr müsst den Bogen wirklich warm machen. Das ist halt wie so ein Muskel. Immer warm machen, ein bisschen weiterziehen. Ihr werdet dann erst nach so 20 Zügen ungefähr sehen, was der Bogen macht. Immer noch über 50 Pfund. Der wird bei 50 landen. Da bin ich mehr als zufrieden mit. So, und jetzt ballern wir das Ding endlich mal.
Das mit dem Ast habe ich jetzt so gelöst, weil man nicht sehen kann, wo er rauskommt. Keine Ahnung. Also ich habe da drei kleine Äste hinten drin und kann jetzt nicht sagen, das lohnt sich, den durchzubohren. Deswegen habe ich ihn einfach ein bisschen vertieft, versucht, diese Trocknungsrisse wegzukriegen. Habe ich mit einem Hohleisen gemacht und dann hier drum geschliffen. Und dann habe ich noch Epoxidharz reingeleimt, bisschen verschmiert, dass es schön dicht ist. Hier bei solchen Trocknungsrissen von den Ästen, da könnt ihr auch nochmal vorher mit Epoxidharz rübergehen, dass das alles schön dicht wird. Geiles Ding. Meine auch aus Eibe. Wenn man sich mal den Winkel anguckt, in dem die Pfeile aufgetroffen sind, die fliegen wirklich noch gerade. Der Pfeil fehlt noch. Warum liegt hier so viel Stroh rum? Hey Leute, hier ist Frieda. So, wir nehmen jetzt so einen Alkyd-Harzlack, aber einen offenporigen, dass der Bogen noch atmen kann. Und den habe ich nochmal mit Terpentinersatz verdünnt. Oh ja, die ist richtig fuchsig. Richtig schön rot. Ja, ich bin echt froh, dass ich ihn jetzt endlich mal fertiggestellt habe. Ja, ich habe die Enden von den Wurfarmen auch wirklich übertrieben spitz gemacht. Das hat natürlich die Leistung extrem gesteigert. So viel Pfund hat er nicht, 50 sind es jetzt ungefähr auf 28 Zoll. Das ist aber eigentlich genau das, was ich haben wollte. Ich wollte jetzt nicht wieder so eine Dachlatte bauen. Das Buch habe ich mir dann auch geholt und ja,
wie soll ich das beschreiben? Also nach diesem Buch kommt es einem so vor, als ob die Erde eine Scheibe war. Hier stehen so viele Sachen drin. So detailliert. Das ist seine 70 Euro auf jeden Fall wert. Ich kann jetzt hier nichts ablichten, ne? Das ist halt einfach Urheberrecht. Die ganzen Steinzeitbogenformen. Da gibt es ja nicht nur den Holmegard und den Mollegabit. Da gibt es ja noch den Typrind Wick, den Aggeröd. Er beschreibt hier noch aus dem Mittelalter bestimmte Fundformen. Zum Beispiel der Oberflachtbogen. Ja, der wurde bei Stuttgart gefunden. Und der hat ein ganz komisches Profil, also so ein Fünfkantprofil und einen 24 cm langen starren Griff. Also komplett abgefahren, das Ding. Und davon wurden 10 Bögen gefunden, 3 sind noch erhalten. Ja, und den will ich zum Beispiel als nächstes mal bauen, weil der hat mich total fasziniert. Dann geht der auf die mittelalterliche Bögen ein, auf das D-Profil von dem englischen Langbogen, was für Vorteile und Nachteile hat. Das eigentlich ist es ja eine komplett mechanisch eigentlich eine komplett blöde Form, so einen Bogen zu bauen, weil die Kräfte sich wirklich auf einen Punkt konzentrieren. Er beschreibt aber, dass das halt den Bogen extrem schnell macht. Genauso ist das hier auch mit den dünnen Armen. Die machen den Bogen eigentlich schnell. Ja, du hast hier die Kraft aus der ersten Hälfte des Wurfarms und die Enden der Wurfarme haben immer den längsten Weg. Und allein wie dieser Weg überwunden wird, je schmaler das ist, umso schneller wird dieser Weg überwunden und umso schneller wirft er. Das ist der Trick. Die kam nach dem Holmegard, wurde schmaler gebaut und dann gab es wieder eine Periode, wo die wieder breiter gebaut wurden. Warum? Keine Ahnung. Also er sagt auch, die neigen zum Verdrehen. Wir haben ja heutzutage ganz andere technische Möglichkeiten, das herzustellen. Ja, der ist gelungen, der gefällt mir richtig, richtig gut. Ich habe noch andere Bögen gebaut, den will ich euch mal vorstellen. Hier den Snakebow, den habe ich jetzt auch fertig gemacht. Dachlatte, 60 Pfund, schießt wie Hexe. Dann habe ich den Mollegabit, den habe ich immer mal so zwischendurch gezeigt, der ist aus Haselnuss. Schießt übelst geil, weil ich habe jetzt hier nochmal richtig getuned. Ich habe die nochmal richtig schmal gemacht. Und den habe ich nochmal nachgetillert. Denn der Tiller macht auch einiges mit dem Pfeilflug. Wenn du einen Wurfarm hast, der sich mehr biegt, umso beschissener wird der Pfeil gezogen. Ja, der geht hinten runter oder hoch. Wenn du Wurfarme hast, die sich komplett gleich biegen, umso schneller wird der Pfeil. Tiller macht halt auch was mit der Leistung. Dann habe ich hier einen Hickory. Da bin ich auf den Jahresring gegangen, weil ich einfach Bögen ordentlich bauen will. Ich weiß, bei Hickory muss man da nicht so drauf achten. Ich finde es aber scheiße. Deswegen bin ich hier auf den Jahresring gegangen und habe mir hier schon mal angezeichnet, das wird ein richtiger Snakebow. Ey. Muss ich euch mal aus der Nähe zeigen. Der wird richtig, ja, richtig snakig. Hier, ach so, hier ist noch ein Loch drin. Ja, das wird ein interessantes Projekt auf jeden Fall. Ja, also ihr könnt euch freuen, es gibt immer wieder neue Sachen. Jetzt im Winter vielleicht nicht mehr so im Garten so oft. Naja, ob, ich kann ja heizen. I want